Hey Leute, was geht? Willkommen zu diesem Part von Just Cause 4. Wir machen jetzt das Ilappa-Projekt. Wir fangen jetzt damit an. Geht's los? Izzy wollte noch ein paar Infos von einer Quelle in Kuya holen. Kannst du dafür sorgen, dass sie sicher zum Außenposten kommt? Kann's kaum erwarten, sie zu treffen. So, auf jeden Fall. Hey, Rico, werden ist eine gute jetzt Gelegenheit, unsere neuen Piloten zu testen, oder? Ja. Klar. Klasse. Okay, dann ruf mal ein. Rico, es heißt kontrolliertes Feuer. Sieht spaßig aus, Mann. So, ruf mal die Karte auf. Ja, und jetzt? Da. Reise erbitten. Okay. Reisen wir jetzt mal, würde ich sagen. Wenn euch der Part gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich auch freuen. Und schreibt in die Kommentare, was ich denn noch so, Sargento, ich springe über Kuya ab. Was denn noch so für Let's Plays machen kann, also von welchen Games. Izzy wartet auf dem Dach des Bautista-Gebäudes auf dich. Oder irgendwas, was euch interessiert, was ich beantworten kann. Da ist sie. Freut mich, dich zu sehen. Lass mal Johnny geben. Hallo, Hardware. Da geht so die männliche Stimmung. Kein Heli? Also, ich dachte, männliche Stimme, du bringst ja einen mit. Ich glaube, ich weiß, wo wir einen bekommen. Fordere einen Abwurf an. Okay. Drücke 3. So. Und dann wähle einen verbliebenen Piloten. Und Zivilfahrzeug und Helikopter und so und dann so. Da kommt unser Paket. Weihnachten ist nah. Sargento, ich würde sagen, das mit den Piloten läuft. Ja. So, fliege den Helikopter. Ich muss fliegen. Wir haben einen Piloten, aber ich soll fliegen, alles klar. Dann mal los, Izzy. Was los? Bin gleich bei dir. Mira, wo geht's denn hin? Ich bin gerade erst angekommen. Schicke dir die Koordinaten. Da hinten hin, okay. Dann mal los. Schöne Stadt. Eher arme Stadt. War schon immer so. Bevor Espinosa sich in seiner Burg im Himmel verkrochen hat, war sein Hauptquartier in Nueva Voz. Da steckt das ganze Geld. Also schlagen sich die Leute in Kuya anders durch. Zum Beispiel, indem sie Infos an die Armee des Chaos verkaufen. Ja, warum nicht? Was haben wir? Die sind nur für Mira. Das darf ich nicht die Leertaste. Hey, mach mal das Radio an. Wir brauchen Musik. Das dachte ich auch gerade. Bodenluftraketensystem ist online. Nicht gut für uns, ja. Da müssen wir ja schon, wir müssen gar nicht dahin, wir müssen dahin. Das sieht nach der richtigen Stelle aus. Müssen noch richtig landen. Mann, bin ich guter Danke Pilot. Fürs Mitnehmen, Hardware. Bin ein sehr guter Pilot, ey. Mensch, Mensch, gerne. Mensch. Mira, wir sind da. Gut, ich bin im Kontrollzentrum. Kommt hoch. Wo soll ich denn jetzt hin? Achso, da oben soll ich hin. Puh, das war nett. So ein alter Haken wäre schon nice in der Realität, ne? Wäre schon nice.
kann losgehen. Wie läuft's denn, Izzy? Läuft. Wir rücken schnell vor, aber das ist egal, wenn die Verteidigung von Iapa noch aktiv ist. Izzy und ich arbeiten schon daran. In allen Einrichtungen sind Prototypen des Wetterkerns. Und jeder Kern ist verbunden mit dem Iapa-Verteidigungsnetzwerk. Hm. Die Türme mit den Geschützen. Ja. Wenn wir aber einen Virus in die Kerne einschleusen, dann können wir damit über das Netzwerk eine Störung der Maschinen in den Türmen verursachen. Alles fällt aus, bumm, keine Geschütze mehr. Dann wäre da nur noch der Blizzard. Eins nach dem anderen, Mira. Erzähl mir mehr über die Einrichtungen mit den Wetterkernen. Das ist Zona Uno, geschützt durch einen Sandsturm. Mira, hier. Danke, Izzy. Was ist das? Infos über einen Ort namens La Masmora, ein Geheimgefängnis in der Wüste. Gabriella sprach darüber. Vielleicht ist Onkel Lancer noch am Leben. Er wird dort sicherlich festgehalten. Und, Er wäre eine Hilfe für uns bei Zona Uno. Er unterstützte deinen Vater bei Projekt Iapa. Hm. Mira, wenn er noch lebt, finde ich ihn. Hier ist Zona Tres. Laut Izzy ist der Laden aber nicht im Netzwerk. Aber mein alter Freund Cesar hatte eine Theorie, die uns helfen könnte. Dann sollten wir uns das mal anhören. Und das ist Zona Dos. Wir wissen darüber aber nicht viel. Gehst du da vielleicht auch mal ran? Ich bin kein Agency-Agent mehr. Rico, die Koordinaten sind in der Nähe. Sieh nur. Das kann kein Zufall sein. Ich seh's mir an. Ich schicke dir die notwendigen Daten auf deine AR-Linse. Gut. Jetzt treffen wir Oscar da, wo es wehtut. So, abgeschlossen. Jetzt geht das nächste. Was ist als nächstes? Neuer Wingsuit-Aufsatz. Skystriker. Der schwarze Hand Skystriker kann jetzt ausgerüstet werden. Er ist mit einem Düsenantrieb und leichten Raketen. Boah, nice. Okay. Wie rüstet sich denn jetzt aus? Warte mal. So. Anpassen. Spezialausrüstung. Und dann auf Ja. Okay. Wie läuft's so, Kurt? Ja. Irgendwas zu sehen? Du hast Glück. Hier ist der Scheiß. Lul. Wie macht sie diesen Antrieb? Ah, lol. Wo sind die Raketen? Da unter, oder was? Das Ding ist ja übelst geil. So, mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Gehen wir dahin, würde ich sagen. Das ist ja mal mega geil. So sind wir viel schneller unterwegs. Viel, viel schneller. Das war nicht geplant. Hat keiner gesehen von euch, das weiß ich. Schreibt mal bitte einen Kommentar, wenn ihr bis hierhin schon geguckt habt. Tom Sheldon. Scheint, du hast meine Nachricht bekommen.
Alles sauber, Mira. Bin unterwegs. Wer ist das? Wieso bist du hier, Sheldon? Als du verschwunden bist nach Medici, habe ich mir ein paar alte Akten angesehen, um rauszufinden, wo du hin bist. Anscheinend hat dein Vater früher für Oscar Espinosa gearbeitet. An etwas namens Projekt Iapa. Was weißt du über Iapa? Ich weiß, dass gerade eine Menge Wirbel um Solis bei der Agency herrscht. Es geht um Wetterbeeinflussungstechnologie und Störungen der Atmosphäre. Allerdings fanden die hohen Tiere heraus, dass ich in den Akten geschnüffelt habe. Und ich wurde erstmal beurlaubt. Ich bin wohl nicht der Einzige, der Tom Sheldon nicht vertraut. Ich weiß, dass du Iapa ausschalten willst, Rico. Also habe ich schon mal Informationen eingeholt. Du hast mich mehr als einmal verarscht in Medici. Ich verzichte auf deine Hilfe, Sheldon. Aber du wirst sie brauchen. Ich habe mich etwas umgesehen bei Sonados. Es scheint, der Ort ist dauerhaft umgeben von einem üblen Gewittersturm. Hat die arme Annabelle frittiert. Klingt ziemlich verdächtig, dass ein Gewittersturm an einem einzigen Fleck bleibt, findest du nicht? Ist das ein Freund von dir, Rico? Nicht wirklich. Mira Morales, das ist Tom Sheldon. Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Man kann ihm nicht trauen. Freut mich. Hör nicht auf den Karl, Senorita. Freut mich ebenfalls. Rico und ich sprachen gerade über die Situation bei Sonados. Du weißt, wie man Zugang zum Kern erhält? Ich weiß leider nichts von einem Kern, aber ich weiß vielleicht, wie wir an dem Sturm vorbeikommen. Viel Glück mit Annabelle, Sheldon. Wir finden einen anderen Weg. Er hat einen Plan, Rico. Und wir nicht. Ich höre. Okay. Unter der Einrichtung verläuft ein Fluss. Wir fahren einfach mit dem Boot nahe genug ran. Erinnerst du dich an die Stachelrochenbasis in Medici? Ist ziemlich vergleichbar. Du willst ein blitzsicheres Boot bauen. Bingo. Ich habe auch gehört, dass man in einem Labor in der Nähe die Nutzung von Blitzen erforscht. Dort finden wir sicher was für den Schutz des Boots. Sonst enden wir wie Annabelle. Sicherlich meinst du die Einrichtung in den Bergen, Meteorlab. Ganz genau. Und die Arbeiten am Boot erledigen wir in Prospero Astillero. Interessant. Habe ich dich doch überzeugt, was? Wieso tust du das, Sheldon? Nun ja, ich schulde dir was, Rico. Du erledigst Projekt Iapa, ich werde dir dabei helfen. Außerdem können wir beide nicht zulassen, dass da draußen ein verdammter Irre mit einer Wetterwaffe rumrennt. Hast du eine bessere Idee? Scheiße. Genau das wollte ich hören. Also, treffen wir uns beim Meteorlab und legen los? Klingt gut. Einen Moment lang dachte ich, du würdest mich erschießen. Diesmal nicht, Sheldon. So, Agency Notrufsignal abgeschlossen. So, was machen wir denn als nächstes? Moment, gucken wir mal auf der Karte. Haben wir eigentlich nichts als nächstes. Ich muss wieder einen Trop machen, ne? Warte mal. Oh, das war gar nicht geplant. Okay. Grab der Prinzessin. Wo sind die? Yavi? Yavi, wo ist das? Grab der drei Kinder.
Das machen wir jetzt. Hier ist einer, da ist einer. Ja, und da ist einer wahrscheinlich. Nein! Oh Gott. Hier ist so eine Kugel drin auf jeden Fall. Müssen wir mal ein bisschen umgucken hier. Da ist auch so ein... Da ist auch noch so ein Uma-Ding. Da geht's rein. Da hinten ist auch noch so ein Uma-Ding, oder? Ja, da ist auch so ein Uma-Ding. Jetzt gucken wir noch, wie wir die aktivieren. Der gehört dann da runter. Ja, da haben wir noch so ein Ding. Oh, das war gar nicht geplant. Laut der Geschichtsschreibung der Espinosas war Otto Rongos ältestes Kind ein gewalttätiger Verrückter. Damals galten zwar noch andere Standards, aber wenn die Espinosas so etwas behaupten, bin ich geneigt, das genaue Gegenteil zu glauben. Da ist der Ball. ja gut. Das war Nummer 1. Ist irgendwas aufgegangen oder so? Nee. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten. Machen wir das mal alles auf, würde ich sagen. So, wo ist die nächste Insel? Die nächste Insel ist... wo ist denn die? Da ist eine. Aber wo ist die? Da ist... Ist das auch eine? Müssen wir mal das angucken. Hier auch so ein Schalter? Ja. Optimal. Eine sehr beruhigende Stimme, Javi Huerta. Das wären zwei Depots. Ja, so. Ist hier irgendwas? Nee. Okay, hier ist also auch nichts.
Nee, noch schnell Blumen. Jo, alles klar, Bruder. Muss los. Ich muss. Ja. So, und das andere Ding ist das Ding da hinten. Die Tatsache, dass sie zusammen begraben wurden, legt die Vermutung nahe, dass Otto Rongos Kinder von der Gesellschaft noch nicht als Erwachsene angesehen wurden. Das wiederum könnte bedeuten, dass die Espinosas die Kinder ermordet haben, um Otto Rongos Herrschaftslinie zu beenden. Okay. So sollte das nicht sein, oder? Wie krieg ich den fetten Ball jetzt dahin? Ja. Warte mal, ich muss gucken, was ich machen kann. Der hätte eigentlich hier runtergemusst. Hätte theoretisch hier runtergemusst. Belastend. Nein, du kommst hierher. Ja. Hey, komm zurück. Nein. Gott, ist das eklig. Kann mich so irgendwie nochmal neu starten oder sowas? Ah, warte mal. Warte mal. Welches Preset habe ich denn gerade ausgewählt?
Okay. Das sieht doch mal ein Plan aus, oder, Leute? So. Das sind die letzten. Optimal. Das Grab ist oben drauf. Das Grab ist offen. Ich lasse dich wissen, was ich finde. Ja, bitte. Null. So, da sind wir beim Grab. Zünden wir die Kerze an. Die auf die strengen Gesichter meiner Vorfahren warten. Irgendwie ironisch, ja. So eine Nachricht im Grab der eigenen Kinder zu hinterlassen. So, was machen wir als nächstes? Die Prinzessin ist wo? Was ist das? Nee. Das immer gucken wir weiter. Das ergibt alles noch keinen Sinn. Da muss noch mehr dahinter stecken. Zu viel frische Luft macht mich krank. Ich könnte die ganze Firma mit nur einem Tasten. So. So, was haben wir als nächstes? Grab der Prinzessin. Wo ist das? Das ist da im Ausland. Ausland, Ausland. Grab der Gattin. Wo ist denn das Grab der Gattin? Grab der drei Kinder. Da. Ja, dann machen wir das Luftschiff mal, würde ich sagen. Ne? Das Luftschiff, das ist wie weit weg? 5 Kilometer. Aber warte mal, erstmal machen wir den Stunt hier eben kurz. Abfahrt. Ich glaube, das war nicht so geplant, oder? Das Ding hat ein Nitro? Was ist los, ja? Mal ganz kurz runter. Ist lustig. Komm ich auch irgendwie wieder rauf? Hallo. Ja. Dankeschön. Abgeschlossen, ja? Das kommt ins Teaser-Video. Episch.
so, es hat übertrieben viel. Lull. Ja, läuft. So, jetzt machen wir aber die andere Sache. Mit dem Luftschiff, würde ich sagen. Ne? Ne, 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 ne. So, Q. Q ist was? Jetzt machen wir es noch nicht. Und jetzt machen wir das jetzt. So, und zwar machen wir es ganz einfach. Wow. Aber können wir uns da nicht irgendwie hinfliegen lassen? Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Ob da in die Nähe? Der Dark? Nee, da müssen wir gar nicht hin. Warte mal, warte mal. Nee, gibt's nicht in der Nähe. Das ist schade. Egal, da müssen wir halt hingleiten irgendwie. Ne? Wisst ihr schon, was ich meine? Erstmal Höhe gewinnen. Ob wir dann gleich Düsenjäger fliegen können. Wir sind ein Düsenjäger. So, 3 Kilometer noch. Wunderschön auf jeden Fall hier. Guckt euch das an, Leute. Wunderschön. Performance geht auch fit. Also ich habe so im Schnitt so 60 FPS, manchmal auch mehr. Mit einer 1070. Auf höchsten Einstellungen. Ah, ist ja mir soweit. Das müssen wir jetzt zerstören, oder was? Erstmal landen wir darauf, würde ich sagen. Gehen wir uns das mal ganz kurz. Ein Luftschiff. Wir haben ein Luftschiff.
Können wir da nicht auch irgendwie steuern oder so? Was kann man steuern? Kann man es mit dem Controller steuern? Also ich kann nicht die Richtung an, das ist das Lustige. So, mal gucken. Ja, mit dem Controller kann ich steuern. Mit Maus und Tastatur kann man es nicht steuern, das ist ja belastend. Ja, Sprachsteuerung ist wieder da. Ne, ich werde versuchen, das Luftschiff irgendwo zu landen. Und dann zu zerstören. Null. Ah, hier. Explosionsgefahr, oh Gott, da sind Fässer überall. Oh Gott, hier sind überall Fässer. Muss mir mal die Beine vertreten. So. Dann werden wir jetzt unseren Spaß haben. What the fuck? Das ist gut abgeschirmt, würde ich sagen. Ja. Nice. Aber es ist drei Raketenschüsse aushält, ist echt ordentlich. Muss man sagen. Ne? Drei Schüsse? Warum nicht? Das ist ordentlich. So, das habe ich jetzt zerstört. Das ist noch eins. Das ist gerade neu gespawnt. Drohnen, Alter, echt klasse. Zentrale hier. Finde den Gegner. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Ich hab nichts mehr zum Schießen, ne? Das ist scheiße. Das ist jetzt kacke. Oh, warte mal.
Tut mir leid, ich muss leider töten, braucht die AK. Danke. Und deine Waffe brauche ich auch noch. Danke. Ich bin der Beste, ich weiß. So muss das sein. So. Das war schön viel Chaos. Da müssen wir noch mehr Chaos machen. Ne? Was Wolf macht, ist das Chaos ja kein Chaos, ne? Ja, da ist das nächste Geschütz, was ich haben möchte. Dann kann ich die nächsten Sachen kaputt machen. Den Wagen brauche ich jetzt mal eben. Mal los. Hey Kleiner, wenn wir durch den Sturm kommen wollen, brauchen wir was, damit wir nicht gebraten werden. Am ehesten finden wir wohl bei Meteolab was Passendes. Ich will auf den Geschützturm. Tut mir leid. Oh Gott. Es tut mir leid. Sorry. Es war keine Absicht. Ich möchte ein paar Leute an die Front schicken, deswegen brauche ich das leider. Wie ist da keine Schussmesser? Nein. Ein Spielzeug. So, haben wir noch was irgendwas, was wir jetzt zerstören können? Nein. Haben wir noch was? Nee, nicht, dass ich wüsste. Gut.
klar, ich hole jetzt mal neue Waffen, würde ich sagen. Da sind ja neue Waffen. So, das ist eine Sniper und die tauschen wir aus gegen einen Sturmgewehr. Das hier ist eine. Ne, das wollte ich noch nicht. Das ist eine AK, würde ich sagen. Aber wir nehmen eines. Wir bleiben bei der AK, weil der hat mehr Schuss. Oh. Das macht Schaden, habe ich gemerkt. Das war knapp. Ist richtig. So, haben wir noch irgendwas zum Zerstören? Wir brauchen mehr Truppen. Wir brauchen mehr Truppen, Leute. Gucken wir mal auf der Karte, ne? Die wir mit 1 öffnen. Das ist so bescheuert. Irgendwas ist gerade abgeschmiert, Lul. Was ist das? Okay, machen wir das einfach mal. Sprich mit Sargentos Collegion, wo auch immer das sein soll. Sargento. Wo? Welche Kollegen? Ist doch da. Warte mal. Das packt extrem rum, Leute. Nochmal, 1. Ist die Mission weg, oder was? Ja, das packt extrem rum. Gut, ich werde dann erstmal einen Cut machen und das Spiel noch starten. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.